Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Chainsim World 5, denn ich spiele das hier auf dem PC. Wir befinden uns hier auf der Trainingsstrecke und ich habe heute mal was vor. Ein kleines Wettrennen zwischen zwei ICE, die schon lange hier beim TSW dabei sind. Und einmal der Dreier, einmal der Einer. Und ja, ich möchte aber mal wissen, ob der eine den anderen ICE einholen kann. Und dementsprechend werden wir jetzt beide auf Touren bringen. Wenn hier jetzt, wie gesagt, den einen aufrüsten, dann den anderen aufrüsten, beziehungsweise erstmal beide aufrüsten, bevor wir den einen losschicken. Damit hier auch ziemlich einigermaßen gleich losfahren. Genau. Jetzt erstmal hier, wie gesagt, diesen ICE aufrüsten. So weit, wie es halt nötig ist. Genau, Zugsicherungssysteme lassen wir logischerweise aus. AFB und so weiter lassen wir auch aus, weil natürlich, ne, wobei, die können wir eigentlich anmachen, auf volle Pulle stellen. Genau, das machen wir. Die Spitzensignal auf normal. Genau. Das war's eigentlich soweit. Dann gehen wir in den anderen Zug. Rüsten den auch soweit auf. So. So. Genau. Dann können wir ja auch die AFB einstellen. Und zwar auch auf volle Pulle. So, da würde ich sagen, schließen hier kurz die Tür. Dann müssen wir jetzt die Bremse lösen. Habe ich doch die Tür nicht zu? Oh, habe ich das? Die falsche Seite? Ja, eigentlich nicht. Jetzt werden die Türen geschlossen. So, das heißt, können aufschalten. Dann steigen wir hier aus. Und setzen den anderen in Gang. Den fahren wir. Schließen hier auch die Türen. Und fahren hier auch los. Und dann schauen wir mal, was funktioniert. Wunderschön, wunderschön. Wunderschön. So, das müssen wir ein bisschen nachlegen. Der eine haut uns ab.
Wunderschön, wunderschön. Wer ist schneller? Na komm, na komm, na komm, na komm, na komm, na komm. Ja. Genauso, genauso, Leute. Genauso. Ach, ist das geil. Ist das ein geiles Bild, Leute. Ach, das ist doch wieder wunderschön. Was für ein geiles, geiles Bild. Was für ein geiles Bild. Ja, wir sind leicht vorne. Müssen wir mal ein bisschen die Leistung wegnehmen, damit da einer wieder aufholen kann. Ja, wunderschön. Er holt auf. Er holt auf. Sehr schön. Ach, sehr schön. So, dann gehen wir mal wieder ein bisschen Leistung. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Was für geile Tunnelfahrten. Was für schöne Fahrten. Wunderschön, wunderschön. So, der eine holt wieder auf. So, doch gleich wieder ein bisschen aufholen hier. Wunderschön. Ach, wunderschön, Leute. Wunderschön.
Ist das nicht atemberaubend schön? Oder? Leute, jetzt sagt noch mal ganz ehrlich, ist das nicht wunderschön? Mega geil. Mega geil. Einfach nur mega geil. Also wir haben doch schon eine höhere Endgeschwindigkeit, wie ihr seht. Also da kommt da einer nicht mit. Das ist definitiv so. Also da einer, der wird definitiv abgehangen, abgehängt. Keine Chance. Schaut euch mal den Abstand an. Wir fahren hier fast 300. Also 330 da eingestellt. Und wisst ihr, was wir machen können? Spotten. Einfach spotten. Kommt da einer? So, da fährt der. Das ist der Dreier. Das sieht man ja daran, dass das unser Zug ist. Der Einer, der müsste auch hier irgendwo sein. Da ist der Einer. So, wir können jetzt hier warten, bis der Dreier dann hier gleich vorbei ist. Sonst spotten wir den auch noch. Müsst ihr gleich einmal den Kreis geschafft haben. So, es müsste da einer gleich kommen. Gut, der wird natürlich ordentlich abgehangen. Nehmen wir mal ein bisschen die Leistung weg. Da kommt da einer. So, ich hoffe, es hat euch einigermaßen ge gefallen. Boah. Diese kleine Einlage, dieses kleine Wettrennen. Vielleicht schaffen wir erst nur noch den Einer zu überrunden. Das wäre jetzt natürlich richtig geil. Den Einer noch irgendwie überrunden könnten. Das versuchen wir noch. Uns hier voll in die Kurve legen. Ist ja fast wie beim ITT, Wahnsinn. Wir fahren hier locker 300. 283 im Moment. Schauen wir mal, ob wir den einer noch überrunden können.
Das ist natürlich der Wahnsinn. Kann er gar nicht mehr so weit entfernt sein. So, hier sind wir, das ist der Einer. Wir überholen ihn gleich. Wir überrunden ihn gleich, den Einer. Wie geil ist das? Der fährt da vorne. Da vorne fährt er. Ja, wir überrunden den Einer gleich. Das ist der Hammer. Boah, alter Schwede, ey. Wir kippen hier gleich aus dem Gleis raus. Wir fahren 370 km/h. Boah, das schafft der Einer nie im Leben. Der ist schnell, aber nicht so schnell. So, wir überrunden den Einer. Das ist ja der Hammer. So, wir haben jetzt 328 km/h. Boah, Lexo mir, ey. Ja, damit würde ich sagen, beenden wir das Ganze hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses kleine Wettrennen zwischen dem Einer und dem Dreier. Ich würde sagen, der Dreier definitiv Sieger. Hat den Einer jetzt schon einmal überrundet. Das wird auch ein zweites und drittes, viertes Mal schaffen. Ja, ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf, habt eine schöne Zeit. Ein schönes Wochenende. Macht's gut. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Danny. Spielt das. Haut rein. Bye. Bye.